Seelsorge hat seinen Platz und Seelsorge ist, dass wir mit unseren Nöten kommen und jemand hat mehr Weisheit und mehr Erfahrung und er kann uns aus dem Wort Gottes sagen, wie unsere Gehorsamsschritte jetzt auszusehen haben, um dieses Problem gelöst zu bekommen. Das ist Seelsorge. Seelsorge ist, ich habe ein Problem und nun, lieber Seelsorger, jetzt kümmere dich drum und jetzt löst du das Problem. Wir sind nicht beim Zahnarzt, wo wir den Mund aufmachen und dann kommt der Spezialist und tut was, was wir nicht tun können, sondern Seelsorge ist immer unter der Leitung des Heiligen Geistes zu zeigen, wie die nächsten Gehorsamschritte aussehen. Das ist Seelsorge und das hat seinen Platz und das ist total wichtig. Ich weiß, es gibt so übergeistliche Christen, die leben so im Geist, dass sie Seelsorge ablehnen und sie sagen, Seelsorge, guck, da kümmert sich man sicher um die Seele, aber wir leben ja im Geist, also Seelsorge brauchen wir nicht. Alle Gemeinden, die Ende der 80er, Anfang der 90er in dieser Gesinnung waren, gibt es heute alle nicht mehr. Die sind alle entweder vollkommen umgeschwenkt oder sind einfach eingegangen, weil sie kalt waren, weil sie hart waren, weil sie nicht Hirtendienst hatten. Und das funktioniert nicht. Das ist nicht der Wille Gottes. Es braucht Seelsorge, auch wenn es das Wort Seelsorge im Neuen Testament oder in der Bibel so nicht gibt, aber es gibt den Hirtendienst und der Hirte heilt und stellt wieder her und pflegt und ermutigt und überführt und stützt und begleitet im Jüngerschaftsprozess. Das alles ist Hirtendienst und das brauchen wir unbedingt. Das ist ein Riesenmangel in unserem Land. Lass uns dafür beten, dass das wirklich hervorkommt. Ein gesunder Seelsorgedienst, wo Seelsorge und Jüngerschaft in einem Paket sind, wo das alles zusammen ist. Nicht diese Spezialisten im Befreiungsdienst, die dir sagen, welche Dämonen sie sehen, von denen du selber als Betroffener gar keine Ahnung hast und die wollen sie dann austreiben. Lass die Finger weg von solchen Blödsinn.